gar nichts. Das ist so lustig. Hallo Leute, was geht? Willkommen back bei einem neuen Video von mir. Heute wird ein richtig, richtig krasses Video gedreht. Denn ich bin eigentlich da, das richtige Studios. Fabian! Macarena. Was geht? Hallo, Alter. Zu sehen. Man sieht sich wieder. Dankeschön. Ja? Das war tatsächlich ziemlich zufällig. Ach, übrigens, hallo Nicole. Hallo Gadget. Hey. Wir gehen nämlich heute auf eine Filmpremiere. Da ist recht viel geplant. Es sind viele andere YouTuber da. Zusätzlich noch ein paar Geheimsachen. Heute auf jeden Fall ein richtig, richtig krasses Video. Es lohnt sich bis ganz zum Ende zu gucken. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Das Leon. Marco, hi. Okay, wir gehen jetzt rein. Okay, stopp. Damit sich nicht jeder, der dieses Video schaut, denkt, what the f*** passiert da eigentlich, erkläre ich jetzt einmal ganz kurz ungefähr, was gerade los ist. Ich war eingeladen auf eine Filmpremiere von einem neuen Kinofilm mit dem Namen Miss... In diesem Kinofilm einige YouTuber mit, unter anderem Hey Moritz, eine gute Freundin von mir, Selina Moore, Lisa Küppers, Simon Will und noch viel, viele weitere. Ich war jetzt kurz davor, über den roten Teppich zu laufen, musste aber noch einige Minuten warten und wie man mich kennt, das erste, was mir einfällt, ist, ich baue erstmal ein bisschen Scheiße. Din, 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 din. Was passiert denn hier? Selina, kann ich ein Kind von dir? Was, daneben steht Keanu? Leute, was sagst du dazu, dass ich... Hast du ausgemacht? Nee. Was sagst du dazu, dass ich gerade deine Freundin nach dem Kind gefragt habe? Danach bin ich dann tatsächlich über den roten Teppich gelaufen, habe mich ein bisschen von den Fotografen fotografieren lassen, denn das macht man nun mal, wenn man über den roten Teppich läuft. Kurzer Fun Fact, das sind ja alles Fotografen von Zeitungen, die meine Bilder dann verwenden, um Berichte über mich in Zeitungen zu schreiben. Und am nächsten Tag war ein Bild von mir in der Zeitung. Ich blende das mal hier ein. Und unten drunter stand einfach, ich wäre Mario November. Da hat jemand halt gedacht, ich bin nicht ich, sondern ich wäre Mario November. Wollte ich nur irgendwie als Funfact mit ins Video nehmen. Okay, viel Spaß, geht jetzt weiter. Eine kurze Zeit von, ich sag mal, 10 Minuten und das einzigste Produktive, was mir eingefallen ist, ist, ich dachte, lass uns mal Leon und Marco ein bisschen auf dem roten Teppich vor dem Fotografen nerven. Ich dachte, dann hat der Vlog zumindest ein bisschen mehr Unterhaltungsfaktor, abgesehen von der überkrassen Aktion, die gleich am Ende noch kommt von diesem Video. Dachte ich, das könnte lustig sein. Also habe ich Leon und Marco ein bisschen genervt. Marco, was? Be horny. Du Arsch. Leon, be horny. Oh ja. Geht's euch gut? Ja. Habt ihr Spaß? Ja. Könnt ihr für mich vloggen? Ja. Cool. Komm. Das fokussiert ja nicht. Ja, lass. Ich weiß nicht, was machen soll. Leon! Leon! Ich bin ein bisschen verloren, ehrlich gesagt. Ich hab mein Handy verloren. Ich hab meinen Rucksack stehen gelassen. Ey, was hab ich an? Ja. Ist das echt? Ja. Ich hab's einfach geklaut. Ich glaube, ich darf das gar nicht. Nein. Dankeschön.
Mann, in meinen Videos geht's immer nur um Essen. So, Hallöchen. Das ist sein Popcorn, ich geb's zu. Sie klingt echt mega anstrengend. Danke. Okay, jedem, dem das jetzt zu stressig war, dem erkläre ich nochmal, was gerade passiert ist. Ich bin ja gerade auf einer Kinopremiere und da muss ich mir dann halt auch den Kinofilm angucken, in dem es da geht. Der übrigens tatsächlich ziemlich gut ist. Der läuft ab jetzt im Kino. Ihr könnt ihn fast überall im Kino gucken, in jedem eurer Kinos. Ich empfehle das sehr. Wenn ihr länger nicht im Kino wart, schaut euch das auf jeden Fall an. Darum soll es aber nicht gehen, sondern ich war jetzt im Kino, habe jetzt den Kinofilm gesehen, die Bühnenshow gesehen. Und jetzt kommt es zu einer mega krassen Aktion. Das, wo ich am Anfang vom Video drüber geredet habe. Und zwar geht es in dem gesamten Film immer um so ein M. Und zwar M für Misfit. Misfit bedeutet Außenseiter auf Deutsch. Das ganze Thema Mobbing und Außenseiter wird in diesem Kinofilm viel angesprochen und behandelt. Ich finde das sehr, 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 sehr gut. Wie gesagt, schaut euch den an. Und dieses M ist eben so ein Symbol dafür. Schaut euch den Film an und wisst ihr warum. Und jetzt haben wir knapp 500 Zuschauer und Fans, die sozusagen dorthin gekommen sind, weil Menschen wie ich zum Beispiel gesagt haben, yo, kommt dann und dann in Köln zum Kino, dort und dort, haben sich alle so aufgestellt wie ein riesiges M. Und wie wir das hingekriegt haben, das zeige ich euch jetzt. Das war zu lustig. Wir haben uns alle so pinke Regencapes angezogen, weil das M in dem Film eigentlich sonst immer pink ist. Was hier gerade passiert? Kekse mitgebracht, ja, immer Kekse. Ja, also, weitere Vlogge, die offizielle Real Life Vlog Squad. Was geht ab, Leute? Leute! Also das Heim steht immer noch rum. Wir bauen hier gerade mit ganz, ganz vielen Zuschauern, die hier alle heute hergekommen sind. Alle reingeschissen sind. Haut rein. Hast du es noch zugemacht, während das noch jetzt läuft? Warte, das ist noch nicht, jetzt ist es zu. Ja, es läuft ja noch. Hä? Sag doch allen einfach, dass du einen richtig coolen Instagram-Account hast und die dich da alle mal abonnieren sollen. Ich heiße auf Instagram nämlich KekseTV. Gerne abchecken. Freunde, hier ist mein letztes Video. Eine Reaktion auf Krass-Klassenfahrt, eine Serie, die hier auf YouTube läuft, wo jeden Tag eine Folge kommt mit vielen anderen YouTubern, wo ich mitspiele. Und hier rechts auch ein sehr, sehr geiles Video, kann ich nur empfehlen. In der Mitte könnt ihr mich abonnieren und ich freue mich über jegliche Art der Bewertung. Also like das Video, wenn es euch gefallen hat. Das war echt eine Menge Arbeit, dieses Video. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn jeder von euch liked. Und bis morgen zum nächsten Video, denn ab jetzt kommt hier täglich Videos auf diesem YouTube-Kanal.
viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzuschauen. Tschüss.